Hey, meine Buddies draußen, ich bin's Jan von Buddies Unite und herzlich willkommen zu einem neuen Video des Kanals. Heute haben wir das Video 2021 und zwar unser komplettes Display-Opening der brandneuen Panini-Sticker zur Europameisterschaft in diesem Jahr. Das ist die Euro 2020 Tournament Edition, die, ihr wisst natürlich alle, die Europameisterschaft wurde verschoben von 2020 auf 2021. Dadurch kam letztes Jahr eine Preview-Serie. Also so eine Vorschau-Serie. Panini wurde kreativ, fand ich sehr, sehr nice. Also trotz der Verschiebung der EM hatten wir trotzdem eine Sticker-Serie. Die haben wir natürlich auch geöffnet. Falls ihr euch dazu noch interessiert, gerne auf unserem Kanal schauen. Dieses Mal haben wir jetzt die Tournament Edition zur Europameisterschaft, zum Turnier. Und ich bin gehypt. Also, sind gestern rausgekommen. Dieses Video plane ich ganz früh morgens rauszubringen. Deswegen, ich drehe das hier gerade am Release-Day. Ich bin gespannt. Das wird ein langes Video, ihr seht ja schon, wie lang es ist. Ich versuche deswegen jetzt im Vorhinein nicht allzu viel noch extra dazu zu sagen. Ich will nur kurz sagen, falls ihr einen Blick ins Album habt, ich habe das kurz vorgestellt und ein paar Päckchen geöffnet. Das Video kam gestern zum Release Day. Oben in der Infokarte findet ihr die ganze Playlist, da findet ihr alle Videos zu der Serie. Das heißt, selbst wenn ihr das in, keine Ahnung, einen Monat guckt, in einem Jahr, in 10 Jahren, dann findet ihr da alle Videos zu dieser Serie. Das heißt, wenn wir noch mehr Pack-Openings machen, wenn wir noch die Tin vorstellen, noch neue Formate machen, dann kommt das alles da rein. Also checkt das gerne mal ab. Und ja, und jetzt natürlich das Wichtigste, denn ihr sollt ja auch nicht zu kurz kommen. Wenn ihr die Sticker auch haben wollt, auch sammeln wollt, das gehört natürlich zu jedem, zu jeder WM, jeder EM dazu, dann checkt den ersten Link in der Videobeschreibung, da kommt ihr zum Panini Online-Shop, also könnt ihr die Sticker direkt bei Panini bestellen, zum Beispiel so ein Display, ein Album, da gibt es auch coole Bundles, also checkt das auf jeden Fall ab und wenn ihr über den Link in der Videobeschreibung bestellt, dann supportet ihr uns auch noch ein bisschen, deswegen checkt es auf jeden Fall ab und jetzt schon mal, gebt einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefällt, wenn ihr gehypt seid und wenn wir 200 Likes in der ersten Woche bekommen, dann verlosen wir hier Sticker. Also, gebt einen Daumen nach oben, dauert eine Sekunde und würde uns sehr, sehr freuen und weiterhelfen. So, jetzt kommen wir endlich zu den Päckchen. 1 Euro kostet ein Päckchen mit 5 Stickern dieses Mal. Hier sehen wir die Sticker schon rauskommen. Das Display noch komplett geschlossen. 100 Päckchen. Die letzten Male hat es Panini ein bisschen angenehmer gemacht, hat nur noch 50er Displays rausgehauen. Da waren die Videos hier halb so lange. 100 Päckchen, das wird ein langes Video. Ich bin gespannt, besonders dadurch, dass die Sticker auch so horizontal sind. Schaut euch das an. Das müssen wir jetzt aber mal genießen. Hier, 100 Päckchen. Sieht einfach nice aus. Könnte vielleicht auf der Kamera ein bisschen Gold wirken. Die sind tatsächlich orange, aber orange glänzend schon. Es könnte auch ein dunkles Gold sein. Bei der letzten WM hatten wir goldene Päckchen. Und ja, das Display, ich stelle es einfach hier hin und hole mir dann die Päckchen raus. Ich hole mir immer mal so einen Stapel raus. Hier. Und mache die dann auf. Ja. So, wir schauen uns das Päckchen-Design an. Wieder glänzend, wieder viel zu schön, um die eigentlich kaputt zu reißen, aber das müssen wir natürlich, um an die Sticker zu kommen. Wir haben hier auch kleine Panini-Logos rein gemacht, bekommen. Sehr, sehr cool. Und von hinten sieht das Ganze so aus. Hier haben wir die Barcodes, das ist die Tournament Edition, deutsche Version, beziehungsweise Deutsch, Frankreich, England steht hier drauf. Das heißt, für alle Päckchensammler, das bin ich ja auch, deswegen ich versuche immer die verschiedenen Päckchen zu bekommen. Da gibt es teilweise dann verschiedene Rückseiten oder Vorderseiten. Oder wie zum Beispiel in der Schweiz gibt es jetzt eine Pearl Edition. Ja. So, lang genug geredet. Jetzt geht's los. So, erstes Päckchen, erstes Sticker. Als erstes ein Action Sticker. Das sind die Action Sticker. Die sind so grün. Fabian Ruiz und Thiago. Meraj und Sünchü. Wie immer, ich gebe mein allerbestes, die Namen richtig auszusprechen. Ich kann euch jetzt sagen, Nordmazedonien, Ukraine, vielleicht auch Polen, vielleicht auch Russland werden sehr schwer. Das heißt, spammt ruhig die Kommentare voll und sagt mir, wie es richtig ist und was ich falsch gemacht habe. Aber ich will jetzt nur schon mal klarstellen, ich gebe mein Bestes. Eric Dier, dann haben wir Johnny Gauko und Harry Wilson. Also, das sind die
normalen Porträt-Sticker. Sind ganz nice, sind so horizontal. Macht das Leben für mich hier beim Öffnen nicht leichter. So. Von hinten sind die übrigens so grau und diese Action-Sticker sind pink. Auch interessant. So, da haben wir Markus Berg. Da haben wir unseren Action-Sticker. Dann, das erste Logo, Portugal-Logo. Mal schauen, wie viel Glitzer wir in diesem Display bekommen. Alvaro Morata und ein Russe, den ich jetzt nicht nenne. Ich versuche, die wenigstens halbwegs zu sortieren. Ich weiß nicht, ob das unnötig ist und ob ich das überhaupt abbrechen werde mit der Zeit. So, Joschwerk. Dann Finnland-Logo. Nice. Dann Patricio und Cancelo. Bale und Braithwaite. Also schon mal zwei Glitzer. Ich weiß nicht, was für Glitzer-Sticker es gibt. Es gibt auf jeden Fall die Logos der 24 Teams als Glitzer. Und vielleicht noch welche vorne. Also eine Europameisterschaftstrophäe, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht Euro-Logo. Hier haben wir Teamfoto, das erste. Wieder ein paar. Dyer und Walker. Dann Perisic und Ulmer. So, da haben wir Bonucci und Emerson. Trippier, dann haben wir das Schweden-Logo, also schon dritte Glitzer. Karaman und, ach ja, hier, von Finnland. Die haben coole Trikots, muss ich sagen. Ich bin ja auch großer Trikot-Fan. Gnabry und Werner, sehr nice. Tufan und Ünder. Und ich habe tatsächlich ein Trikot schon von der Europameisterschaft und das ist kein Deutschland-Trikot, sondern das ist das Auswärts-Trikot von Österreich, also das Schwarze, also das ist ganz nice. Modric und Pasalic, dann haben wir Polen, wieder das Action-Sticker, Kastanie und Hugo Lloris für Frankreich. Und wenn ich gerade schon von Österreich rede, Österreich-Logo. Mir gefällt dieses neue Logo. Ich weiß gar nicht, wie lange sie es haben. Seit 2 oder 4 Jahren. Ich weiß nicht, ob bei der letzten EM, ob sie schon hatten. Früher hatten sie ja ein anderes. Mir gefällt es. Könnte ich auch gerne vielleicht die Österreicher auch mal sagen, wie die das finden. Robert Lewandowski, sehr nice. Der beste Fußballer der Welt. Und N'Golo Kanté. Weltfußballer geworden. Mal schauen, ob er den Rekord von Gerd Müller in der Bundesliga an Toren übertreffen kann. Oder zumindest gleichziehen kann. Im Moment sieht es ja gut aus für ihn. Action-Sticker, Forsberg und Larsson. Dann haben wir den ersten Deutschen, oder? Lukas Klostermann und David Sieger. Die Deutschen lege ich auch mal zur Seite. Dann können wir am Ende mal schauen. Vielleicht bekommen wir alle. Können wir da nochmal reinschauen. Also wir werden auf jeden Fall die Glitzernden zählen am Ende. Und nee. Ich habe irgendwie im Augenwinkel habe ich gesehen. Ich dachte, es wären 2 Glitzer in einem Pack. Nordmazedonien-Logo. Mal schauen, da bin ich auch schon gespannt. Das haben wir auch mal die letzten Jahre mal geguckt. Francisco Trinchau. Erster EM-Sticker für ihn. Und Timo Werner, sehr nice. Also für alle, die Rookie-Sticker und so weiter suchen, natürlich, es gibt hier, glaube ich, keinen, der noch nicht irgendwo anders auch schon gefeatured ist. Zumindest von den Guten. Aber ein Ansu Fati, ein Kamavinga, ein Trinchau, könnt ihr alle drin finden. Scott McTominay zum Beispiel auch. Da haben wir Nick Pope und Robert Mack. Also falls euch das interessiert. Und in den letzten Jahren, also den Mbappé-Sticker von der WM damals, da haben wir zig Päckchen geöffnet. Und den so oft gezogen und es ist einfach ein Doppelter. Und dann auf einmal ist er was wert hier. Unai Simon. Dann haben wir Rabi Matondo, sehr nice. Und Rui Patricio. Matondo, bin ich mal auch gespannt, ob der nochmal vorkommt. Ich fand den bei Schalke eigentlich ganz okay. Bei Stoke City jetzt bei der Leihgabe ist er, glaube ich, auch noch nicht so richtig durchgestartet. Julian Traxler für Deutschland. Aber noch ganz jung, der Waliser. Vielleicht nutzt er die Europameisterschaft für sich. Der hat bei den Preview-Stickern letztes Jahr seinen ersten Sticker, glaube ich, bekommen. Roberts. Dann haben wir hier Moreno und Ferran Torres. Locatelli, De Vrij und Bernardeschi.
Und, ich dachte gerade, Ruben Dias und Bernardo Silva. Mignolet. Dann haben wir Steven Nzonzi, Harry Kane und Daniel James. Oh, ein paar ganz gut dabei. Jetzt müsst ihr mal sagen, wie öffnet ihr eure Sticker-Packs? Ich werde jetzt verschiedene Sachen öffnen. Und dann könnt ihr mal die Nummern dazu sagen. Ich sag gleich 1, 2, 3. Und dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Päckchen öffnet. Würde mich wirklich interessieren, weil alle machen es irgendwie anders. England-Sticker. Memphis Depay, Rushtag und Wacklick. Also, als erstes so, wie ich es eigentlich normalerweise. Ich nehme mir eine Seite, meistens die lange, mache es so auf und dann versuche ich so ein bisschen länger zu öffnen und dann den Sticker rauszuholen. Das mache ich so. Meistens. Also, mal schauen. Das ist jetzt Nummer 1. Also, wenn ihr es auch so macht, schreibt 1 in die Kommentare. Hier haben wir die Trophäe. Sehr, sehr nice. Das ist ein Glitzersticker, Doppelsticker sogar. Mal gucken, ob wir die ganze Trophäe vollbekommen. Dolberg, Bernd Leno und Rekalo. Also Bernd Leno hat hier in dem Album einen Vorzug vor Ter Stegen und Trapp bekommen. Leno und Neuer gibt's. Dann den zweiten. Ich weiß nicht, was noch. Es gibt auf jeden Fall einige, die machen hier so in der Mitte. Machen dann irgendwie so auf. Das ist Nummer 2. Also falls ihr es so ähnlich macht, dann schreibt mal 2 in die Kommentare. Dann haben wir hier Action. Szymanski. Memedi. Raitala und Mazan. Und dann, wie könnte man es noch öffnen? Okay, das sind die einzigen, die ich jetzt überlegen kann. Also ich mache es hier so eigentlich. Keine Ahnung, hat sich bewährt. Pandev, Kier, Moore, Mason Mount, sehr nice, und Petrovic. Ich überlege gerade, wie man es noch öffnen kann. Action Sticker. Da haben wir Freude. Kaderabek. William Carvalho und Kevin Mbabu. Der spielt ja auch eine sehr gute Saison. Bei Wolfsburg. So, dann haben wir Subnim. Und, jawohl, den Panini Sticker. Der hat die Nummer 6 dieses Jahr auch als Glitzer. Sehr, sehr nice. Cheryshev van Dijk. Sehr nice. Und Viola. So, dann haben wir Sergio Ramos, Kavici, Stepanenko, Jorginho und Ben Davies. Ja, die sind immer so, also die ersten beiden sind in eine Richtung gedreht, dann die anderen drei in die andere Richtung. Das ist jetzt natürlich für mich also an sich egal, aber für mich beim Päckchen öffnen ist nicht so komfortabel. Kroatien-Logo, dann Ozan Tufan, Bosinin, Giroud und Milik. Leider hat André Silva von meiner Eintracht nicht ins Album geschafft. Lukaku Mertens, Ruben Neves und Diego Jota. Wenn wir schon von Portugal reden. Was ich sehr schade finde. Natürlich, die werden im Vorhinein schon ein paar Monate vorher wahrscheinlich die ganzen Kader sich ausdenken, festlegen, aber. Schade. Mittlerweile aktuell wahrscheinlich der beste portugiesische Stürmer. Ich hoffe, er spielt. Makarenko. Da haben wir einen deutschen Action-Sticker mit dem Top-Torjäger von City, Ilkay Gündogan. Und Kai Havertz, der noch nicht so der Top-Torjäger bei Chelsea ist. Und Stoev. Dann haben wir McKenna und Tyron Minks für England. Und ich sehe doch schon den nächsten Deutschen, Emre Can, der ja mittlerweile irgendwie mehr Verteidiger ist als Mittelfeld. Gallagher hat ja gegen Island zum Beispiel Linksverteidiger gespielt, fand ich interessant. Tschechien. Dann haben wir Kramaric und Jan Bednarik. Aber das macht einen Spieler wie Can auch so wertvoll, wenn der überall spielen kann. Ich glaube, den könntest du auch in Sturm setzen und der würde zumindest noch ein paar gute Bälle auflegen. Danilo Pereira, Valiant. Chiellini. Da haben wir Adrien Rabiot und Dani Carvajal. Emerson für Italien. Dann haben wir Sabitzer und Schlager. Drachowicz und Hinteregger. Also hier die Österreicher am Start. Hanschko
und Marcus Rashford. Sehr nice. Mein erster Stapel, den ich mir rausgesucht habe, ist fast fertig, aber wenn ich in die Box gucke, dann haben wir noch einiges vor uns. Aber ich komme eigentlich ganz gut durch. Also hier die Action-Sticker, die lese ich nicht alle vor, aber ich versuche die meisten. Aaron Ramsey und Mert Gülok. Für Türkei. Ja, Türkei, da sind, können auch der ein oder andere Name kann auch ein bisschen schwerer werden, oder? Zumindest muss man da genauer hingucken. Lucas Hernandez. Ein Spieler. Dolberg und Paulsen. Miranchuk und Miranchuk. Sehr nice. Sind es Brüder? Könnten sein vom Gesicht. Jan Sommer und Hirzer. Das ist ja richtig nice. Also ich hoffe, das sind Brüder. Und ich hoffe, die sammeln auch die Sticker hier. Weil das ist der perfekte Sticker für die. Das ist eine coole Idee natürlich. Olsen und Augustinsson, De Jong und Van de Beek. Dann haben wir Belgien-Logo. Diego Jota und Fabianski. So, nächstes Pack. Ich würde sagen, wir sind vielleicht Fünftel durch. Adam Soloy, Zatka, Bardi Elmas, Danny Ward und Adam Lang. So, fast Ordnung durcheinander bekommen. Schon meinen nächsten Stapel raus. Dann, so, wenn wir den fertig haben, haben wir wahrscheinlich so ungefähr die Hälfte, glaube ich. Mal gucken. Da haben wir Liam Cooper. Florenzi Barea, dann haben wir Ungarn-Logo. Immobile und Cicchia. Dann haben wir Kamil Glick und jemand anderes. Bruno Fernandes und Danilo Pereira. Dann haben wir Portugal. Ist hier wenigstens? Naja, auch kein Silber. Kitsiora und Dimitrievski. Nicht schwer, aber muss man genau hingucken. So, Varan und N'Golo Kante. Fiola und Lang. Forsberg und Larsson. Dann Leroy Sané, der nächste Deutsche. Sehr nice. Und Dennis Wavro. Und oh, nächster Glitzersticker. Hier, Grüße gehen raus an alle Schweizer. An der Stelle Liam Palmer. Krilic und Fomin. Dirk Demir, Bojan Palo und Puki. Ja, hier. Dann De Ligt und Augustinsson. Lustig und Lindelöf. Dann Italien. Mifem und Robertson, Wieder und Jansson. Schöner Name. So, als nächstes Slowakei, Benjamin Pavard. Da haben wir die beiden hier. Demiral und Subkov. Dann haben wir Russen am Jubeln. Joe Roden, dann haben wir Pogba und Sissoko, Masupust und Enes Ünal, dann Thorgan Hazard und Eden Hazard, ja, das haben die definitiv extra gemacht, sehr, sehr cooler Sticker. Ich finde es irgendwie cool, wenn die so die Brüder zusammen machen, Prozovic und Kovacic, Wacklik und Burin, dann Marshall und Niskanen. Dann Stojanovski, Dyson Fraser, dann haben wir Ivan Nwogo, Insigne und Eri Pavlenka. Dann haben wir Timo Pukki für Finnland, nächste Finne, Toivio und Uronen, Grisi, Mbolo und Gunther. Gunther, Chris Gunther. So, Karaman und Yilmaz, dann Dänemark, Logo, Joe Allen,
Williams und Denier. Ich bin mal gespannt, ob wir einen Ronaldo ziehen. Falls ihr uns 2018 bei der WM verfolgt habt, da haben wir die ganze Zeit kein Messi und kein Ronaldo gezogen. Und ich weiß gar nicht, wen wir als erstes dann gezogen haben. Aber die haben wir so lange nicht gezogen, dass wir solche extra Videos dazu gemacht haben, dass wir die suchen. Weil wir haben, glaube ich, 2-3 Displays geöffnet, da war keiner von den beiden drin. Ich glaube, wir haben erst Ronaldo, dann Messi gezogen, dann irgendwann. Aber es war echt krass. Und die Videos sind aber super angekommen, deswegen am Ende war es ganz gut, dass das gekommen ist, weil ihr habt es alle gefeiert, dass wir nach denen suchen, dass wir es einfach nicht schaffen, die zu ziehen. Ja. Jetzt im Nachhinein hätten wir mal lieber nach Mbappé suchen sollen, aber ja. Dann, ein cooler Glitzersticker, Sign von Equal Game. Und dann gibt es einen QR-Code, Nummer 5, also einer der Sondersticker. Natürlich Equal Game, gleich Berechtigung, gleich Fairness und so weiter, ist natürlich eine wichtige Sache, deswegen so ein Sticker, wenn er glitzert, sagt man doch nicht nein zu. Edmilson Fernandes, dann Ferran Torres, Duda und Arayuri. Aber das geht besser als ich dachte. Oder haben wir das letzte Mal auch 100 aufgemacht? Ich weiß gar nicht. Shuni und Kira. Salai. Moise Keane, McGinn und Rika. Ich weiß noch, 2016 bei der EM haben wir... Ne, da haben wir, glaube ich, auch 100 aufgemacht, weil dann da ging das Video, glaube ich, fast eine Stunde. Coutinho. Und, oh, da ist er doch, Leute, da ist er. Da ist er, gerade eben noch geredet, Cristiano Ronaldo. Wir müssen doch nicht so viel nach ihm suchen. Da ist er, Leute. Und dann haben wir Chiluschka und Eric Garcia. Sehr nice. Eric Garcia, einige werden es vielleicht wissen, ein großer Fan von ihm, wird wohl leider City verlassen. Aber wenn er zu Barca geht und da spielt, das wäre natürlich auch sehr, sehr gut. Ich erwähne es sehr, sehr gerne. Links neben mir hängt an der Wand im Rahmen ein getragenes Trikot von Eric Garcia. Deswegen, ja. Muss ich sagen, wenn ich ein Ziel, muss ich es sagen. Steven Zuber und Embolo, Gündogan und Havertz. Da haben wir Christensen, De Bruyne und der hier. Aber ja, es macht einfach Spaß. Es ist einfach nice. Aber ich kann euch das sagen, wenn ihr so ein Video wie dieses hier, das ist extrem anstrengend. Das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Aber das ist extrem... Oh, Neco Williams gibt es auch als Sticker. Sehr geil. Da musste ich mir die vielleicht mal rauslegen. Hier drin Schau habe ich. Neco Williams lege ich mir raus. Eric Garcia lege ich mir auch mal raus. Sehr nice. Neco Williams, Außenverteidiger von Liverpool. Der hat schon ein paar Länderspiele gemacht. Ich glaube, 5-6 Länderspiele hat er schon für Wales gemacht. Ich hoffe, der spielt auch bei der EM dann. Sehr nice. Hat in verschiedenen Serien jetzt seine... Jetzt bei Premier League Prison hat er jetzt, glaube ich, seine Rookie-Karte bekommen. Larsen und Modric. Premier League Prism haben wir selber 2 Serial Boxen geöffnet. Also, falls euch das interessiert, könnt ihr das gerne auf dem Kanal abchecken. Hat jetzt nichts mit dem Video hier zu tun, aber ist auch eine coole Panini-Serie. So, dann Widmer und hier. Und da haben wir den nächsten Youngster. Diesmal als Action. Ansu Fati. Alvaro Morata, gerade gelesen bei Transfermarkt oder so, dass er jetzt schon wieder operiert wird. Gareth Bale und Moore. Also ich hoffe, er kommt wieder genauso stark zurück, Ansu Fati. Ansonsten war es eine kurze Karriere im Mittelpunkt. Und man weiß es nicht. Manche, die kommen da noch stärker und noch besser zurück. Manche, denen versaut so eine Verletzung die ganze Karriere. Ich weiß nicht, ich glaube, der wird schon zurückkommen, aber... Und er ist ja noch extrem jung, deswegen das macht das Ganze noch bitterer für ihn. Eigentlich ein cooler Junge, deswegen mal gespannt, was aus ihm wird. Ich weiß nicht, ob er dann bei der EM mitspielen könnte. So, also ich glaube, wenn ich jetzt schätzen müsste, haben wir die Hälfte von Display durch. Wie viel sind wir bei knapp 25 Minuten? Das geht doch, oder? Ja, wobei, dann sind wir auch wieder bei fast einer Stunde. Also ich bin mir sicher, 2016 haben wir dann auch ganz 100 Picks geöffnet. Weil sonst war ich da extrem langsam. Slowakei, Glitzer. Aber ich wusste, worauf ich mich einlasse.
Es macht unglaublich viel Spaß. Am liebsten würde ich das öfter machen, weil ich mache es ja oft genug. Ich versuche zumindest immer. Jetzt dann kommt Baumgartner. Wenn neue Serien rauskommen und so, jetzt hier WM, EM ist sowieso ein Muss. Aber es ist extrem anstrengend. Besonders noch eine Stunde. Einfach eine Stunde reden. Eine Stunde reden. Das ist Julian Brandt, sehr nice. Eine Stunde reden. Hier nochmal der Sticker. Eine Stunde reden. Euch entertainen. Hoffentlich nicht nerven. Könnt ihr auch gerne Ton ausmachen. Aber ich hoffe nicht. Der Licht und der Frei. Walker. Ich bin echt mal gespannt auf die Techniken, wie ihr die Päckchen öffnet. Eins oder zwei. Dann haben wir Jerdan Shaqiri, Wales. Ja, hier und durch. Aber man muss sagen, hier mit Slowakei, die ganzen Teams, das sind jetzt nicht die Spieler, die man die ganze Zeit auch, wo ich die Ligen verfolge, wo die spielen. Russland-Logo, sehr nice. Das ist ganz nice, mal neue Namen zu sehen. Emre Can und Draxler. Und die werden ja auch jetzt nicht so schlecht sein. Kanaiha, nice. Wenn sie hier in so einer Serie drin sind. Ich bin mal gespannt auf die EM. Also es gibt einige Szenarien, die ich mir ganz gut vorstellen kann. Zum Beispiel Deutschland, glaube ich, sehr stark dran, dass sie wieder ein richtig starkes Turnier spielen. Sehr nice. Frederik Renault ist dabei. Merasch. Sie richtig starkes Turnier spielen. Also ich erwarte, man weiß natürlich nie, besonders mit der starken Gruppe auch. Dani Olmo, sehr geil, dass der dabei ist. Sterling und Sancho, sehr nice. Also hier sind schon ein paar richtig coole Sticker dabei. Die meisten sind ziemlich cool. Deswegen, ich glaube, wenn sie die Gruppe überstehen, dann kommen die mindestens Halbfinale. Ich glaube, Finale, und dann können sie es vielleicht auch gewinnen. Also ich glaube schon. Ich weiß ja nicht, so Teams wie Frankreich, England kann ich so schwer einschätzen, weil wenn man die U21-EM zum Beispiel anschaut, die ist ja auch im Moment, da sind England und Frankreich wurden als haushoher Favorit gesetzt, sind sie wahrscheinlich auch immer noch, aber bei die Auftaktspiel verloren gegen Dänemark und Schweiz, glaube ich, die jetzt auf jeden Fall vom Marktwert, von Namen her nicht auf dem gleichen Niveau sind, aber haben gewonnen. Ethan Ampadu und Stefan Posch. Syinchu. Dann Ukraine. Ich finde es ganz nice, dass Panini die jetzt hier während der Länderspielpause rausgebracht hat. Das passt ganz gut. Ich weiß nicht, ob es ein Zufall war, aber wahrscheinlich werden die da dran gedacht haben. Die sind ja ganz raffinierte Leute bei Panini. Gibrissot und Xhaka, sehr nice. Bergwijn und Wijnaldum. Weil ich weiß schon ganz genau, was ich beim nächsten Länderspiel von Deutschland mache. Nämlich die Sticker einkleben. Manuel Neuer und Jadon Sancho. Sehr cool. Ja, weiß schon. Bisschen Fußball gucken, bisschen Sticker einkleben, was gibt's Besseres. Yannick Westergaard, dann England-Logo. Besonders jetzt dann bekommt man richtig jetzt. Hier, wenn die Sticker von Panini rauskommen, da weiß man, langsam geht die Season los. Langsam kann man sich mal aufs Turnier einstellen. Vorfreude kann starten. Hier haben wir das EM-Logo. Euro 2020, das ist wahrscheinlich Nummer 1. Ja. Oh, da hat ein Code drauf. Gönnt euch. Haben die ganzen Glitzern. Ah, alle Glitzern mit dem Code. Wahrscheinlich wieder für dieses Online-Album. David De Gea. Die letzten Turniere gab es. Und Kylian Mbappé. Sein erster EM-Sticker. Richtiger EM-Sticker. PSA 10. 1000 Euro. Spaß. Nein. Der kommt natürlich sowieso ins Album. Also. Aber für alle, die die Schiene gehen. Phil Foden. Sehr, sehr nice. Den lege ich mir sogar zur Seite. Phil Foden. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler jetzt so. Geworden. Cenk Tosun, sehr nice. Das ist Frankfurter. Nee, Phil Foden, den liebe ich einfach gerne. Ich schaue gerne Premier League, viele Man City-Spiele. Bei denen läuft es natürlich auch dieses Jahr wieder und da kann man guten Fußball sehen. Foden wird natürlich ein bisschen in den Schatten gestellt von Gündo. Aber der spielt eine herausragende Saison. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Der hat ja gefühlt mit auch schon mit 18, 19 sein Debüt bei Pep gegeben.
Deswegen ist es auch schon wieder ein bisschen her. Wobei hier steht so 2000 ist der, das heißt, der ist 2021. Also, der ist echt auch echt stark. Also, für Frauen würde ich auch gerne bei Deutschland sehen, aber Deutschland auch ganz gute Nachwuchstalente dabei. Das ist Holland. Koke. Lovrencic, Varane und Fernandes. Happy Lovrencic, ich weiß gar nicht, wo der spielt. Den kenne ich nur von diesen Europameisterschaftsserien. Ich bin mir ziemlich sicher, bei der letzten EM war der Ungar dabei. Ja, da war Ungar auf jeden Fall dabei. Da war auch auf jeden Fall dabei. Rodri auch nicht schlecht. Und Robin Koch, das ist auch einer, wo ich ein bisschen überrascht war, aber eigentlich positiv überrascht. Finde ich ganz cool, dass der dabei ist für Deutschland. Robin Koch, der Mann von Leeds mittlerweile. Lange Zeit bei Freiburg gewesen. Dann haben wir hier die Oberreihe. Jetzt haben wir die Trophäe voll. Sehr, sehr gut. Kulusevski, der junge Schwede von Juve, glaube ich. Ibra hat jetzt sein Länderspiel-Comeback nach 5 oder 6 Jahren oder so gegeben. Der wird ja wahrscheinlich hier nicht in der Serie sein. Das war nicht absehbar. Nicht vorhersehbar. Aber vielleicht, Panini hat ja schon öfter jetzt bei den Turnieren und so, gibt es ja dann irgendwann immer Update-Sets von den Spielern, die dann doch noch in Kader gekommen sind, aber hier nicht dabei waren. Ich hoffe, dass da von Deutschland zum Beispiel ein Armin Younes dabei sein wird. Ich würde es ihm gönnen. Aber vielleicht sehen wir da nochmal ein Comeback von Ibra. Oder eigentlich muss er dabei sein, oder? Also, er hätte jetzt sein Comeback gegeben, der wird sein Comeback nicht gegeben haben, wenn er jetzt nicht zur EM fahren würde. Und wenn er zur EM fährt, dann muss er ins Update-Set. Zinchenko, sehr nice. Und Swanberg. Also, es geht echt gut. Also, ich glaube, wir schaffen es sogar unter 5 Minuten hier. Ich glaube, wir sind fast fertig. Vielleicht schon 40. Tongen. Toivio. Hellander. Auf jeden Fall muss ich mich danach hinlegen, weil bei diesen Videos man so eine Stunde hier so auf dem Stuhl sitzt wie ich, vor der Kamera, dann ist das nicht gut für den Rücken. Gibi, sehr nice, Gibrisso. Bakel von Lindelöf. Sticker, der muss ich. So, Vertonghen, Freule und Shaqiri. Ilkay Gündoğan, wie gesagt, hier, Gündo. Der ja auch für Deutschland gleich getroffen hat wieder. Bin ich mal gespannt, ob der bei der EM auch so trifft wie für City. Wenn ja, dann steht dem EM-Titel nichts entgegen. Steven Zuber, der nächste Frankfurter, und Yusuf Poulsen, auch aus der Bundesliga. Also, Bundesliga wieder gut vertreten. Da haben wir hier Spanien-Logo. Also, Schlüsselsticker, es gibt ja nicht so viele, glaube ich. Es gibt, wie gesagt, nur die Logos und ein paar noch vorne im Album. Und die meisten sollen wir auf jeden Fall hier ziehen. Und so, wir kommen schon zu den letzten Päckchen, Leute. Guck mal, das ist die ganze Box, das sind die letzten Päckchen. Wir haben es fast geschafft. Ich habe es geschafft, ihr habt es geschafft. Wir haben es geschafft, so. Und dann hoffe ich, dass ihr einen guten Eindruck habt, dass ihr spätestens jetzt richtig Bock auf die Serie und die EM habt. Wie gesagt, der erste Link in der Videobeschreibung bringt euch zum Panini-Shop, da könnt ihr euch die Sticker bestellen. Die haben auch ein paar coole Bundles. Die haben auch so ein Riesen-Display, habe ich gesehen, mit 140 Päckchen. Also, wenn ihr noch ein Display-Opening sehen wollt, wenn euch 100 Päckchen nicht reichen, wenn ihr unbedingt noch 140 in einem Video sehen wollt, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Gebt ein Video einen Daumen nach oben. Und dann kommt es vielleicht. Also, das wird dann nochmal einiges länger. Aber wenn ihr das sehen wollt. Aber das ist ein ganz cooler Deal. Das habe ich jetzt selber noch nicht. Aber im Panini-Shop ist da alles so erklärt, dass ihr da das Display kauft. So wie ich glaube, ihr solltet dann sozusagen von der Sticker-Anzahl, solltet ihr alle Päckchen alle bekommen, alle Sticker. Polska, Polen. Also ihr bekommt nicht garantiert ein komplettes Set, aber sozusagen von der Anzahl der Sticker könntet ihr alle bekommen. Vielleicht bekommt ihr auch alle, ich weiß nicht. Und dann könnt ihr sozusagen theoretisch habt ihr dann alle und könnt dann den Rest tauschen, die doppelten. Und Jeremy Doku hat einen Sticker bekommen, sehr cool. Und Martin Hinteregger, den muss ich mir auch auslegen hier. Hinti kommt
hier rein. So, Hinti mit dem Ehrenplatz. Und ihr bekommt 50 gratis Sticker, also nur in Deutschland und Österreich, aber wenn ihr das jetzt hört, dann seid ihr wahrscheinlich aus Deutschland und Österreich, Mbappé und Griezmann, sehr nice. Da bekommt ihr 50 gratis Sticker mit einem Code, der in der Box ist, könnt ihr die dann im Panini Shop bzw. bei Panini dann nachbestellen und bekommt sozusagen, also die Sticker, falls ihr dann doppelte im Display habt, könnt ihr dann zumindest 50 Sticker nachbestellen. Und so eine Aktion hatten sie auch schon bei der Preview-Serie gemacht. Und da hatten wir das Display geöffnet und ich glaube, uns haben 11 oder 12 Sticker gefehlt. Maximal, vielleicht waren es auch 8. Auf jeden Fall deutlich weniger als diese 50. Und ja, das ist am Ende ist eine Glückssache, am Ende ist es Zufall. Jawohl, Ta und Ante Rebic. Sehr cool. Ante Rebic, ich bin ziemlich sicher, es ist das gleiche Bild wie anderen. Hinti, fall nicht hin. also deswegen, das ist eigentlich euer bester Deal, würde ich jetzt mal schätzen, um das Album voll zu bekommen. Um einfach, sage ich mal, easy, einfach das Album voll zu bekommen. Einfach diese große Display kaufen. Kommt die 50 Sticker eurer Wahl. Das heißt, genau die euch dann im Display fehlen. Natürlich bestellt ihr die dann erst nach, wenn ihr alle Päckchen geöffnet habt und so. Und wisst, welche euch fehlen. Suboschlei, sehr nice, auch ein cooler Sticker. Aber das ist auf jeden Fall eine coole Idee von Panini. Und so sollte man doch relativ easy das Album füllen können. Und also schaut euch gerne mal vorbei. Ich werde es auf jeden Fall auch machen. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall ein Video zum großen Display machen. Ob ich jetzt nochmal ein ganzes Display öffne, wie gesagt, je nachdem, wie ihr es wollt. Wenn ihr es unbedingt wollt, dann mache ich es auf jeden Fall. Und dann können wir auch einfach mal gucken, wie viel wir am Ende wirklich bekommen. Und ob dieser Deal hält. Was er versprochen wird gar nichts. Nein. Ob man dann das Ganze voll bekommt. Das könnte ich mir vorstellen, dass ich das mache. Ich muss erstmal hier die ganzen Sticker sortieren, Stefan Ilsanker. Ey, das Heimtrikot, das ist auch, hat auch irgendwas bei Österreich. Also diese Österreich-Trikots, hat Puma wieder starke Arbeit geleistet. Und wir kommen zum letzten Pack, Leute. Hier. Wir kommen unter eine Dreiviertelstunde. Unglaublich, für 100 Päckchen. Als ich die ersten Packs geöffnet habe, gesehen hier, ja, wir haben hier diese vertikalen und horizontalen Sticker. Das wird doch nie was beim Display-Opening. Aber wir sind ganz gut durchgekommen. Oyarzabal, Stefan Leiner und letzter Sticker ist Marek Rodak. So, mein Stapel hier ist mittlerweile ein bisschen umgefallen. Und jetzt haben wir ein kleines Recap. Hinti ist natürlich ganz wichtig, den haben wir gezogen. Der kommt hier auch nochmal seinen Ehrenplatz. So, dann schauen wir erstmal auf ein paar Youngster. Ich habe jetzt nicht alle so ausgelegt und am Ende ist es egal, weil die kommen sowieso alle, genau wie die anderen Sticker auch ins Album. Aber das sind ein paar coole Youngster, die will ich mal herausheben, dass sie hier dabei sind. Dominik Soboschlei natürlich sehr nice, der Youngster. Neuzugang von Leipzig. Dann haben wir Phil Foden. Dann haben wir Ansu Fati. Der hat auch einen normalen Porträtsticker. Also den haben wir heute nicht gezogen. Und Morata. Dann Eric Garcia, was ich persönlich sehr cool finde, Neco Williams und Francisco Trinchao. So, und wer hat noch gefehlt? Ich hatte am Anfang, Kamavinga haben wir auch nicht gezogen. Kamavinga, Fati haben wir nicht gezogen. Okay, in 500 von 678 oder so gibt's. Ich weiß gar nicht. Ja, dann, also das waren die ganzen. Dann gucken wir jetzt mal, wie viele Deutsche wir bekommen haben. Da haben wir auf jeden Fall einige bekommen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stück bekommen von, ich weiß gar nicht, ich habe hier noch ein Album, wo ich gerade nachschaue, wie viel Sticker ein Team hat, von 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, von 20, was haben wir, habe ich gesagt, 11? 11 von 20, bisschen mehr als die Hälfte. Und dann schauen wir uns natürlich jetzt die Glitzer an. Also wir haben 100 Päckchen geöffnet. Können wir ganz gut schauen, wie viel Glitzer wir bekommen haben. Es gibt 24 Teamlogos und ich würde schätzen 2, 3, 4, 5, vielleicht ungefähr 30 Glitzer plus minus.
Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Das heißt, 28% ungefähr jedes vierte Päckchen sollte einen Glitzer haben. Hier im Schnitt, zumindest bei uns. Und wir zeigen noch kurz die Trophäe. Da haben wir das Logo. Und die Panini. Und hier. Also, so kommt jetzt die ganze Trophäe hin. Sieht ganz nice aus. Und ja, das war auf jeden Fall das Video für heute. Ich hoffe, es ist gefallen. Langes Video geworden. Und ich hoffe, ihr schätzt die Mühen. Und ja, also jetzt seid ihr dran. Wie gesagt, kauft euch die Sticker. Müsste es jetzt überall beim Kiosk geben, im Zeitschriftenhandel oder wie gesagt, erster Link in der Videobeschreibung im Panini Shop. Und jetzt wird fleißig aufgeklebt, würde ich mal sagen. Das Album noch nicht voll, wir haben aber noch hier einige Päckchen übrig und da wird die nächsten Tage und Wochen werden einige Videos kommen. Wie gesagt, es gibt noch ein Riesendisplay, wenn das da ist, dann... Ich hab schon Angst. Ich glaube, vielleicht kommt da nochmal ein Display auf. So, das war es auf jeden Fall von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Wie gesagt, smash den Like-Button. Dann, wenn euch das Video gefällt, wenn ihr supportet, dann verlosen wir Sticker-Packs. Also, wenn ihr Bock habt, dann machen wir das. Wenn nicht, dann nicht. Ihr könnt aber auch einfach so natürlich einen Daumen nach oben geben. Das war es auf jeden Fall von mir für heute. Schaut euch die anderen Videos an und dann sehen wir uns bald wieder hier bei Merch United. Ciao, ciao.